In diesem Video gibt es mir das akustische Frequenzspektrum und jetzt erstmal kurz wiederholt. Also Akustik geht jetzt mit dem Thema Schall einher und Schall breitet sich jetzt mit Schallwellen einer bestimmten Frequenz aus und dann kann man jetzt eben hier ein bestimmtes Frequenzspektrum betrachten. Und bevor ich dann darauf eingehe, jetzt erstmal noch ganz wichtig, also eine Schallwelle mit einer hohen Frequenz sieht so aus, hat dann auch einen hohen Ton, und eine Schallwelle mit einer niedrigen Frequenz sieht so aus, hat dann einen tiefen Ton. Und mit dem Wissen seht ihr jetzt hier mal rechts das akustische Frequenzspektrum abgebildet. Und jetzt haben wir von 20 Hertz bis 20 Kilohertz das Hörspektrum, das heißt Schallwellen in diesem Frequenzbereich, die können wir hören, und Töne, die jetzt sehr weit im Oberbereich liegen. Das sind dann sehr hohe Töne, das ist dann ein unangenehmes Pfeifen, was man wahrnimmt. Und Töne jetzt im sehr niedrigen Bereich des Hörspektrums kann man teilweise auch körperlich spüren. Also es gibt, wenn man zum Beispiel in der Disco steht und aus den Boxen sehr lauter Bass kommt, dann kann man sogar den Bass, der jetzt sogar teilweise unterhalb des unteren Bereichs des Hörspektrums liegt, den kann man dann zum Beispiel spüren, aber ohne ihn zu hören. Das geht dann aber nur, wenn man wirklich noch nah an diesem Bereich ist. Dann muss man hier noch sagen, dass jetzt mit zunehmendem Alter der Hörbereich jetzt etwas eingeschränkt werden kann, aber das ist erstmal so das Hörspektrum. Dann darunter haben wir jetzt Infraschall, den können wir als Mensch nicht hören. Andere Lebewesen können den dagegen teilweise schon hören, wir als Menschen nicht. Und darüber befindet sich jetzt Ultraschall. Den gibt es zum Beispiel bei Fledermäusen. Also Fledermäuse senden jetzt Ultraschall aus, um sich zu orientieren oder einen Gegenstand wahrzunehmen. Aber den können wir nicht hören. Und jetzt kann man noch das Frequenzspektrum hier jetzt als Welle ungefähr so zeichnen, dass wir halt jetzt beim Infraschall einen Wellenverlauf in dieser Form haben und dann halt jetzt hier immer enger werden quasi, weil wir haben ja besprochen, Infraschall hat eine sehr tiefe Frequenz, heißt, hat sie dann so aus von der Form, Ultraschall dagegen hat eine sehr hohe Frequenz, sieht dann von der Form so aus, deswegen das noch der Zugriffsverlauf. Und ja, das war es jetzt so zu den Grundlagen. Jetzt verlinke ich hier noch mein Chemie, Mathe und Deutsch-Kanal, da mache ich auch Lernvideos, falls ihr könnt auch da gerne vorbeischauen. Und das war es dann damit zu diesem Video.